Jetzt als nächstes sagst du zum dritten Mal aus Kaiserslautern Tabea Reinelt. Hallo. Ihr habt ja jetzt schon von der Oberstufe gehört heute. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen mein mündliches Abitur, meine Prüfung gehabt. In der Vorbereitungszeit war ich krank, erkältet unter anderem. Daraufhin bin ich sehr in Selbstmitleid versunken und statt zu lernen, habe ich dann folgenden Text geschrieben, den ich so als Plan B dabei haben wollte bei der mündlichen Prüfung. Falls ich dann gar nichts sagen kann, kann ich dann wenigstens diesen Text lesen. Vielleicht hätte ich lieber diesen Text lesen sollen. Jetzt dürft ihr ihn hören. Und ich hätte dann gesagt, liebes Prüfungskomitee, nein, ich fühle mich nicht ausreichend vorbereitet für diese Prüfung. Und wissen Sie auch warum? Exakt. Ich kann da gar nichts dafür. Haben Sie schon mal im Fieberwahn die deutsche Geschichte des kompletten 20. Jahrhunderts gelernt? Wissen Sie, wie das ist? Scheiße ist das. Und jetzt werfen Sie mir nicht vor, ich hätte mich selbst in diese Lage gebracht. Ich wäre doch selbst schuld daran, dass ich krank geworden bin. Ich ernähre mich über die Maßen gesund. Wahrscheinlich gesünder als Sie selbst. Ich weiß ja selbst nicht, wie es so weit kommen konnte. Wissen Sie, wie das ist? Wenn man alles tut, um die nahende Grippe, die einem auf die Pelle rückt, abzuwehren. Dabei ist es egal, wie weit man wegläuft. Irgendwann trifft einen der Querschläger doch. Und dann kann man kannenweise Tee in sich hineinschütten und das einzige Ergebnis ist, dass man ständig auf die Toilette rennen muss. Wenn man überhaupt die Kraft dazu hat. Wenn man an die frische Luft geht, um sich auszukurieren und stattdessen fast erfriert. Wer hat das denn erfunden? Abitur im Winter. Kann man sich nur noch mit stinkendem Tigerbalsam einreiben und Hallo, ich bin eine Tulbaum rufen. Als ob man dann noch in die Öffentlichkeit gehen könnte, da würden ja massenweise die Menschen in Ohnmacht fallen. Wissen Sie, wie das ist? Isoliert und fiebrig und dann der Druck, dass man ja eigentlich lernen muss und ein rosaner Elefant ist die ganze Zeit quer durch mein Zimmer gelaufen. Er hatte ein Ganzkörper-Tattoo, das nur aus 3 Worten bestand. Und zwar Versager, Versage, Versager. Wie gemein. Wilhelm II., Hitler, Stalin, glauben Sie, dass Sie sich sowas merken könnten, wenn Sie sich mit Menschen aus Nagasaki oder Hiroshima identifizieren könnten? Vielleicht denken Sie jetzt, ich hätte die Prüfung aus Krankheitsgründen absagen können, um sie dann irgendwann anders nachzuholen. Aber wissen Sie, welches Gefühl das ist? Ich werde es Ihnen sagen, es ist, als würde man sich entscheiden, doch lieber ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen. So ist das und Sie sitzen immer noch da und schauen mich angewidert an. Okay, mir läuft der Rotz aus der Nase, aber ist das meine Schuld? Weil meine Taschentücher vergessen, sorry. Glauben Sie, dass die dunklen Ringe unter meinen Augen von irgendwelchen illegalen Substanzen kommen? Nein, die kommen davon, dass ich seit 2 Wochen nicht mehr geschlafen habe. Wissen Sie, wie das ist, wenn man 2 Wochen nicht mehr schläft, man, wenn man keine Luft bekommt und wenn man doch mal einschläft, wird man von seinem eigenen Schnarchen geweckt, weil man nun mal schnarcht, wenn man keine Luft durch die Nase bekommt. Wissen Sie, wie das ist? Haben Sie sowas schon mal erlebt? Sie müssen ja kein Mitleid mit mir haben. Ich erwarte nur ein bisschen Verständnis, ein ganz kleines bisschen Verständnis. Aber Sie können das ja bestimmt gar nicht verstehen. Ich hatte solche Angst, hierher zu kommen. Und jetzt ist es noch viel schlimmer. Sie sind so dritt und ich bin allein und ich bin immer noch krank und ich habe immer noch Fieber. Und ich sag Ihnen was. Sie wollen was über Wilhelm II. Wissen? Der war scheiße. Ja, Fieber und Hitler und Stalin erst recht. Den hätte man mal den rosa Elefanten schicken sollen. Ich habe ja wirklich versucht zu lernen, aber haben Sie schon mal eine Kriegsdokumentation gesehen, während Sie rosa Elefanten nachjagen? Multitasking bekommt eine ganz neue Bedeutung. Wissen Sie, wie das ist? Scheiße ist das. Und Sie wollen wissen, wie die Weimarer Republik war? Ich auch. Mich interessiert das ja auch alles, Geschichte und so. Denken Sie nicht, ich hätte nicht gerne gelernt. Kennen
kennen Sie das Gefühl, eine Prüfung machen zu müssen, für die man nicht lernen konnte? So peinlich ist das. Genau, rosaner Elefant, der hat's verstanden. So kommt er eigentlich her. Egal. Was steht auf deinem Schild, an deinem Hals? Schäm dich selber! Aber, und Sie wollen wissen, wie es zum Zweiten Weltkrieg kam? Keine Ahnung, aber es war jedenfalls saudumm von Hitler. Und viele Menschen sind da gestorben, die ganzen Leichen. Und mir ist sau heiß, vielleicht könnt ihr ja mal jemand das Fenster aufmachen. Sau heiß ist das hier, oh Mann. Kann ich die Prüfung vielleicht im Liegen machen? Mir ist ganz schwindelig. Aber das können Sie vermutlich auch nicht verstehen, wie das ist, wenn man sitzen muss und viel lieber liegen will. Wissen Sie, was ich gehe jetzt nach Hause, ist mir egal, ob Sie das verstehen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass Sie mir mein Abitur vielleicht zum Geburtstag schenken. Wissen Sie, der ist nämlich bald mein Geburtstag. Auf Wiedersehen und den rosa Elefanten lasse ich hier, wenn es recht ist. Den Arsch können Sie behalten. Ach ja, eine letzte Frage noch. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Und einen schönen Tag noch. Hoffentlich habe ich Sie nicht angesteckt. Danke.